Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Stuntman auf dem GBA. Ein Spiel, welches ich von der PlayStation 2 her kannte, was auf der PlayStation 2 ein richtig geiles Spiel ist, aber auch ein richtig schwieriges Spiel. Aber lasst euch gesagt sein, hier auf dem Game Boy Advance ist es auch nicht viel einfacher. Worum geht's? Wir sind ein Stuntman, der Autostunts fahren muss, in diversen Filmen mitspielt und auf Anweisung handeln muss während der Stunts. Und je besser wir das machen, desto mehr Geld bekommen wir. Ich würde sagen, wir starten mal unsere Stuntman-Karriere, gehen in die Karriere rein und spielen im ersten Film mit. Das hier ist wahrscheinlich der Stunt-Koordinator, ich weiß es nicht so genau. Um ein Profi-Stuntman zu werden, musst du die ersten Stunts eines jeden Films versuchen, an denen du teilnehmen willst. Aber Vorsicht, du musst mindestens 50% der Aktionen schaffen, um die weiteren Stunts durchführen zu dürfen. Ja, dann machen wir das doch einfach. Wir gehen ins Spiel rein. Nachdem er fertig erzählt hat. In diesem ersten Probelauf musst du den explodierenden Bussen ausweichen. Natürlich. Und mehrere Objekte reinknallen. Ja, mache ich. Kein Problem. Also Busse ausweichen, in Objekte reinknallen. Okay. Da geht's los. Wie gesagt, Busse ausweichen. Boom. Ich kann keine 90-Grad-Wende. Oh, zählt als gut? Sehr schön. Seid ihr alle bekloppt? Ah, explodierender Bus. Achtung. Checkpoint, jawohl. Was? Achso. Oh Gott. Ja, es war gut, 90-Grad-Wende. Vor allem diese 90-Grad-Wende, das ist total verwirrend. Ich musste einfach hier weiterfahren. Ja. Einknallen, rechts vorbei. Das habe ich geschafft. Wow, das läuft ganz gut bisher. Was ist denn los? Hast du gesagt, rechts vorbei? Achso, reinknallen. Entschuldigung. Entschuldigung, ja, es gibt bestimmt einen tollen Actionstreifen, so wie ich hier rumgurke. Ja, Sprung. Geilomat. Hui. Ja, leider ist die Zeit abgelaufen. Ja. Es war ähnlich schwer in der PlayStation 2-Version, nur in der PlayStation 2-Version spielte es sich sehr viel besser. Das sind nämlich die gleichen Entwickler, die damals auch Driver entwickelt haben. Auf der PlayStation und von der ganzen Fahrphysik her ist das Spiel auf der PlayStation 2 genauso, das heißt richtig geil. Hier spielt es sich ein bisschen schwammig, halt wie ein typischer Racer auf dem Game Boy. Ich glaube, für wirkliche Racer war der Game Boy Advance nicht gedacht. Vermute ich mal. Probieren wir das Ganze nochmal. Ja, am Bus vorbei, ich weiß. Sehr schön. 90 Grad Wende, habe ich nicht geschafft. Dankeschön. Naja, er fährt mir natürlich genau rein. Ist klar, so machen die Leute das in London, so fahren die. Der Bus ist schon längst explodiert. Ja. Achso, 90 Grad ist ja... Achso, alles klar, ich verstehe. Links vorbei. Wie soll ich denn an dem links vorbei fahren? Achso, an dem links vorbei. Hier reinknallen. Mist. Hui. Ach komm, ich bin doch gesprungen. Was willst du denn? Ja, reinknallen. Muss mir auch vorher sagen. Das dürfte nicht reichen. Das Problem ist, die Anweisungen kommen zu spät, meiner Meinung nach. Probieren wir das nochmal. Da war die PlayStation 2-Version ein bisschen besser. Da kamen die Anweisungen dann doch zeitig. Obwohl es auch in der PlayStation 2-Version natürlich nur über Trial and Error ging. Da hat man keine... Mein Gott. Da hat man keine Mission im ersten Durchgang geschafft. Zumindest ich nicht. Ja, Rechtsstreifen. Links vorbei. Wie soll ich den denn rechts streifen? Ach komm, das war nur 90 Grad. Ja, links vorbei. Dann soll er nicht so rasen, dann erwische ich den auch. Links vorbei. Ach komm, den habe ich doch auch erwischt mit dem Hintern. Hui! Ja, das sieht schon besser aus.
Perfekt. Ich bin der beste Stuntman aller Zeiten. Ja, also da haben wir es geschafft in dem Film Toothless in Rapping, Feuer im Bus. Da unser Gehalt und wie viele Versuche wir gebraucht haben, dementsprechend bekommen wir natürlich auch weniger Geld. Insgesamt 1510 Dollar. Und gar nicht so schlecht für unseren ersten Film. Für den Unknown Stuntman. Ich würde sagen, eine Mission können wir uns noch angucken. Also das Spiel, das ist... Ja... Wenn die Steuerung ein bisschen besser wäre. Der Wagen fühlt sich, wie gesagt, ein bisschen zu schwammig an. Ja, komm, hier zweite Trainingsrunde. Ich weiß, müssen wir auch wieder auf Anweisung handeln. Habe ich in der Probeaufnahme nicht geschafft. Vor allem, guck mal, wie schnell der Wagen beschleunigt. Eine Sekunde gefahren, schon ist er auf 150. Rum, am Zug vorbei. Mein Gott, das kennt man. Klassiker aus dem Actionfilm. Und das Problem ist, aufgrund der grafischen Limitierung erkennt man natürlich auch nicht allzu viel. Ach, da hätte ich links dran vorbei muss. Ganz toll. Hui. Einknallen, okay. Ach Mann, ich konnte ja aber nur links vorbei. Rechts vorbei, rechts vorbei, rechts vorbei, okay. Rechts überholen, das gibt richtig Punkte in Flensburg. Ja, das war schon besser. Jetzt hat er gar nichts gesagt, 90 Grad Wende. Naja, wie gesagt, aufgrund der grafischen Limitierung erkennt man natürlich auch nicht allzu viel. Oder die Gegenstände teilweise zu spät. Ja, das war besser. Oh! Ja, sag mal. Wie soll denn das klappen? Aber das sah schon besser aus. Okay, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das sieht natürlich jetzt doof aus. Wenn ich jetzt am Ende den Zug natürlich erwischt hätte, beziehungsweise über den Zug hinüber gesprungen wäre oder vor dem Zug gesprungen wäre, ansonsten sieht das, glaube ich, so im Film ein bisschen doof aus. Naja, egal. Gut, dass ich das mal geschafft habe. Ich mache jetzt keinen neuen Versuch. Schauen wir uns den nächsten Stunt nochmal an. Ja, wenn ihr die Wahl habt zwischen dieser GBA-Version und der PlayStation 2-Version, greift auf jeden Fall zur PlayStation 2-Version. Die ist wirklich kultig und die macht richtig, richtig Böcke. Das hier ist in Ordnung, aber kein Überflieger, kein Überflieger. Aber was will er von mir? LKW-Anhänger springen und dabei dem Verkehr ausweichen? LKW-Anhänger springen, Verkehr ausweichen. Naja, komm. Oh, neues Auto. Okay, hier geht gut ab. Boah, natürlich. Natürlich, die Laternen, die man nicht umfahren kann. Ja. Ja, Checkpoint ist gut. Ja, reinknallen ist auch gut. Muss ich hier entlang? Oh. Hui. Was für ein öder Film, wenn ich war. Wir Stuntmänner. Aber alles im grünen Bereich. Boah, das war knapp. Oh, ein bisschen Gas geben jetzt hier. Vor allem die PlayStation 2 Version hatte den Vorteil, da wurde natürlich dann auch noch in Filmschnipseln erzählt, was das für eine Handlung ist im Film, worum es geht. Alles, wie gesagt, PlayStation 2 Version, die ist richtig, richtig cool. Ach, springen soll ich? Ja, dann hätte ich mir auch sagen müssen. Ach komm schon, war doch nur eine 180 Grad Wende am Ende. Mann, ist das, wenn man dann natürlich so knapp vor Ende scheitert. Gut, Stuntman auf dem Game Boy Advance kann man spielen, wenn man die Wahl hat zwischen der PlayStation 2 Version und der Version. Wie gesagt, dann wählt die PlayStation 2 Version, aber ist schon in Ordnung. Ist okay. Es ist ein okay Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye.